Endlich ist es soweit. Heute steht die EZB-Sitzung an, auf die die Märkte seit Wochen im Grunde hinfiebern. Man ist wie in einer Schockstarre. Man traut sich nicht so richtig zu bewegen, weil eben unklar ist, was kommt. Wobei die Erwartung heute ist, dass die EZB den Leitzins nochmal senkt und auch die negativen Einlagezinsen einführen wird. Das zumindest ist die Konsenserwartung der Märkte. Gestern ein Tag mit wenig Bewegung, eben angesichts des heutigen Mega-Ereignisses EZB-Sitzung. Wir hatten gemischte Daten aus den USA, schwächere Handelsbilanz, schwächere ADP-Arbeitsmarktdaten, bessere ISM-Dienstleistungsdaten. Also von der Seite her nicht wirklich Klarheit. Wenig Klarheit auch in Asien, der Nikkei ganz leicht im Plus. In Hongkong geht es leicht bergab, etwas mehr freundlichere Tendenz in Shanghai mit 0,67%, Australien leicht negativ von der Seite her, also nicht wirklich ganz klare Vorgaben. Aber was die Asiaten machen, das ist heute nicht wirklich so wichtig, denn die Märkte starren natürlich auf die EZB-Sitzung und hier schauen wir uns mal die Termine an. Da sehen wir hier, ja, es gibt noch andere Daten, die Einzelhandelsumsätze aus der Eurozone mäßig wichtig. Gestern ja Daten aus der Eurozone, die wieder unter den Erwartungen lagen, Dienstleistungen. Einkaufsmanager Dienstleistung schwächer, wir hatten ein schwächeres BIP, Bruttoinlandsprodukt aus der Eurozone, also alles Dinge, die die EZB eher darin bestärken dürften, nochmal was zu tun. Und dann geht's eben los, 13.45 die Zinsentscheidung, das wird ein richtiger Hammer, da werden die Märkte wirklich nervös sein, 14.30 dann die Pressekonferenz von Mario Draghi, die wird natürlich auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA deutlich überschatten. Denn das ist einfach zu wichtig, das ist einfach eine zu große Weichenstellung, als dass man sich um solche Daten kümmern könnte. Was Mario Draghi sagen wird, was die EZB beschließen wird und was das bedeutet, das gibt es wieder bei finanzmarktwelt.de. Schauen Sie da rein. Jetzt gucken wir, wie die Charts heute starten. Wir sehen den DAX 9.924 Punkte. Wir trauen uns nicht so richtig nach oben. Gestern ja der Rücksetzer in Richtung 9.870 knapp drunter. Dann die Amerikaner wieder positiv, neues Allzeithoch im S&P, das hat den DAX mit nach oben gezogen, aber so richtig Strecke gewinnt er nicht im Vergleich zu den Amerikanern, da ist eben kein neues Allzeithoch gestern erreicht worden und jetzt werden wir wohl in einer relativ engen Range bis zum Ergebnis der EZB-Sitzung und zur Pressekonferenz, da dürfte die Range nicht allzu groß werden. Schauen wir uns mal den Euro an, was macht der? Das ist ja praktisch der Hauptakteur heute, der sich natürlich der stark auf die EZB-Sitzung reagieren wird. Wir halten uns ganz knapp über der 1,36. Gestern Abend sind wir ja mal drunter geflutscht, ohne allerdings hier die 1,35, 88, 90er Zone zu durchbrechen. Das ist der entscheidende Unterstützungsbereich. Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Euro heute reagiert. Könnte sein, wenn die EZB das liefert, was man im Grunde erwarten kann, Leitzinssenkung wie auch negative Einlagenzinsen, dann könnte es erstmal nach unten gehen. Aber die Shortquote am Markt, das sieht man, am Euro-Dollar-Future ist sehr hoch, der Markt ist also überwiegend Euro-Short positioniert und es könnte dann zu einer Gegenreaktion pro Euro kommen, der Euro also Strecke nach oben machen. Aber nix squeeze, was man nicht, wie es in Bayern heißt, das wird alles heute entschieden, das kann man schwer prognostizieren. Wird auf jeden Fall eine heiße Kiste, wäre schön, wenn Sie die Ergebnisse sich anschauen, dann im Marktgeflüster. Bis heute Abend erstmal, bis dann, ciao.